Willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Ich hab's in Revolution Online schon gesagt, ich bin noch nicht wieder gesund, aber ich reiße mich am Riemen. Ja, jetzt kriege ich noch eine Nachricht, ja, wegen der Frage, wann ich wieder in die Uni komme, ob ich zu der Übung komme oder nicht. Mein Fieber ist runter und wir spielen heute einfach nochmal, weil ich das mit dem Deck noch nicht fertig habe. Also, ja. Die Daily Challenge. Heute laber ich einfach nochmal ein bisschen. Das letzte Part hat auch nicht so wirklich viele Zuschauer bekommen. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich in den Titel geschrieben habe: Kranker Wolf und nicht Horror Clowns. Ja, die kriegen ja jetzt derzeit ziemlich viel Feedback, ne? Also, den Leuten gehen so ziemlich auf den Keks und das bereuen sie jetzt so ein bisschen. Weil, wie ich mitbekomme, ich weiß nicht, habt ihr es mitbekommen? In England ist ein Clown gestorben, oder zumindest in Großbritannien, ich weiß jetzt nicht, ob es explizit in England war, als er von einem Mob gejagt wurde. Ich bin mir nicht sicher, was genau passiert ist. Sie haben ihn, glaube ich, nicht erwischt. Ich glaube, er ist irgendwo runtergefallen. Aber ich möchte jetzt auch dazu keine Aussage treffen, weil ich habe das jetzt auch nicht so genau verfolgt. Deswegen kann ich euch keine Details geben. Aber das finde ich gut. Die Leute wehren sich. Und das haben sich diese Clowns auch wirklich verdient. Oder hier, der eine, der auf eine Landmine getreten ist. Bei einem, also 25-jähriger US-Student war im Ausland und ist dabei auf eine Landmine getreten. So, wir haben gewonnen. So leicht geht es. Hätte mal besser auf die Schilder geachtet, weil meistens ist das ausgeschildert mit den Landminen. Ganz ehrlich, die Horror-Clowns, die haben es verdient, das auf die Schnauze kriegen. Und es ist nicht zu empfehlen, weil die haben meistens Messer und Baseballschläger und irgendwas, das haben wir auch schon gesagt. Wenn bei uns mal vor der, also wir haben ja so einen Parkplatz, den ich von meinem Fenster aus sehe. Wenn ich da mal so einen Clown sehen würde, würde mir mein Katana schnappen, gerade noch zwei Nachbarn. Und dann würden wir mal kurz vor die Tür gehen. Einfach nur vor die Tür gehen. Und wenn er uns angreift, aus Notwehr, hat er ein Problem. Ja? Weil mein Katana ist geschliffen. Das übersteht der Clown nicht. Ich kenne auch keine Gnaden, ne? Und das, Leute, das ist nämlich die Sache. Was die Clowns nicht bedenken. Die denken immer, sie handeln unter dem Schutz der Anonymität und können hier Krawall machen und Leute verletzen und Co. Und es dürfe sich keiner wehren, weil das ja alles Körperverletzung wäre. Und dann könnte er die Leute anzeigen. Das ist aber Quatsch. Weil in dem Moment, in dem er mit dem Messer auf sie zurennt, zählt das als Bedrohung. Das bedeutet, wenn das jemand macht und man schlägt zurück, dann ist das alles Notwehr. Und dann wird es dem Clown nämlich schnell nicht mehr so ergehen, weil immer mehr Leute, die sehen das Ganze nicht mehr so locker und schlagen zurück. Aber macht das bitte nicht alleine, also wenn wirklich bloß in einer bewaffneten Gruppe, also Messer oder in meinem Fall ein Schwert, oder am besten gleich mit dem Bulle. Am besten eh die Polizei rufen. Aber es ist echt problematisch mit diesen Clowns. Ich hoffe, der Trend geht bald wieder zurück, weil klar, ich habe ja auch Freunde. Ergibt Sinn. Und ja, zum Beispiel aus auch weiterem Umfeld, die mich dann halt mit dem Fernbus besuchen kommen. Und ich habe jetzt auch einer weiblichen Freundin gesagt, hier, wenn du mich besuchen kommst, du fährst mir abends nicht heim, penn eher mal hier auf dem Boden. Ich hole mir eine Matratze, kannst du drauf pennen, wird schon irgendwie passen. Bevor du mir dann nachts heimfährst, weil ich weiß, die muss über eine unübersichtliche, die muss tatsächlich Richtung Wald, unübersichtliche Straße und da ist nachts keine Sau mehr unterwegs. Und bevor da was passiert, ne? Nee. Pass da schon auf meine Freunde auf.
Jawohl. Die Karte zu spielen wäre eigentlich unnötig, da ich ja eh vorhabe, 100 Schaden anzurichten und die Energie loszuwerden. So. Beziehungsweise sogar 110 Schaden, wenn man es genau nimmt. So, Rückzug. Ich habe ja bis zuletzt gehofft, ich ziehe noch einen Leichtstein. Leichtstein hätte aber nichts gebracht, einen Austausch höchstens. Ihr kriegt es vielleicht mit, ich mute mich immer dann, wenn ich huste. Das habe ich in Revolution auch schon gemacht. Aber es geht inzwischen. Ihr habt Medizin genommen, das hilft. Das war meine Sorge, wenn ich wieder in die Uni gehe, dass ich dann die ganze Zeit eigentlich nur die ja, Vortragenden voll huste. Denen ins Wort huste. Das wäre extrem ätzend. Und ich habe noch eine andere Angst, aber die betrifft mehr die Aufnahmen. Nämlich, dass ich irgendwann mal mich fürs Husten nicht mute, danach den Knopf drücke, um mich zu muten und dann im Prinzip eine Aufnahme mit den besten Hustern aus, ja, 15 Minuten Video habe. Ja, ich glaube, den Clowns haben wir genug Aufmerksamkeit gewidmet. Widmen wir uns doch lieber anderen Themen. Ich trinke Tee. Ja, wirklich. Ihr wisst, ich bin kein Teetrinker. Ich mag Tee überhaupt nicht. Ich habe zwar immer Tee im Haus, aber der ist für meine Gäste. Weil ich mag Tee nicht wirklich und ich möchte ja, dass meine Gäste eigentlich immer ordentlich was zu trinken haben. Also habe ich meistens 2 Teesorten da. Instant Eistee habe ich 3 Sorten sogar. Und Cola. Und natürlich Leitungswasser für diejenigen, die das am liebsten mögen. Und jetzt bin ich krank und jetzt habe ich mir gedacht, komm, kannst du auch Tee trinken. Und mit Zucker ist das gar nicht mal so schlimm. Aber es hilft, hoffe ich. Wir hoffen einfach das Beste. Aber ich fand es übrigens sehr, sehr nett von euch. Also ihr habt mir unheimlich viele gute Besserungsgrüße gesendet. Das war lieb. Das war echt toll von euch. Also, das finde ich echt super, dass ihr mir da so gute Besserungen aussprecht. Weil das hat geholfen. Naja, gut. Den einen Tag, den ich da Fieber habe, da bin ich ja dann wirklich... Da war ich wirklich fertig, aber ansonsten ging's. Vor allen Dingen Zero. Zero ist jetzt auch krank. Ne, nicht wegen mir, der hat sich bei seiner Freundin angesteckt. Und ja, fand ich lustig, weil wir haben dann zusammen geskypt, haben ein bisschen Overwatch gespielt. Ja, solange ich im Bett liege, geht das ja. Und ich fand's lustig, ich hab ihn schon vorgewarnt. Er meinte, ja, ja, ich bin krank, ich huste auch. Der hat im ganzen Gespräch vielleicht 2-3 Mal gehustet und einmal geschnieft und ich halt wirklich alle 3 Minuten gehustet. So wie jetzt auch. Ja, nicht ganz. Ich habe jetzt innerhalb von 15 Minuten Part, nee, von fast 9 Minuten Part 3 Mal gehustet. Das passt. Passt ziemlich genau. So, Unheilsball, 120, passt. Ja, das passt sogar sehr, sehr gut, weil der nächste Schlag ist tödlich. Trotz Glückshelm. Weil er wird jetzt eine unserer Energien auf den Ablagestapel legen. Ich lege aber wieder eine an. Damit sind wir wieder bei 2, 4, 8... Moment mal, warum haben wir... Achso, ja, stimmt. Das macht ihr aber 20 zusätzliche. Genau. Das macht ihr 20 plus 20 für jede Energie. Und nicht 20 mal Energie. Deswegen machen wir jetzt... Wir machen jetzt 100 Schaden, genau. 100. Und das passt punktgenau. Als hätte man es vorher gesehen und als wäre der Wolf nicht zwischendrin unsicher geworden. So, das Vieh müssen wir aber auch wegkriegen.
Frage ist wie. Also wenn er doppelfarblos anlegt, wäre das für uns eigentlich ideal. Und wenn wir jetzt alleine schon auf 120 Schaden, wenn ich noch was anlege mit zwei, kämen wir auf 160. Ne, wird nicht ganz aufgehen. Also doch lieber nur eine Energie. Ja, alle 2-3 Minuten huste ich. Oh, das ist so furchtbar. Ich hasse das Gehuste. Ja, mir persönlich geht es ziemlich auf den Keks. Und warum liegt an Shaman X das an? Oh! Das ist ein interessanter Tausch, den er hier vollzogen hat. Sein Stalos gegen ein Ferox wieder auszutauschen. Überlebe ich das? Ne, ich glaube nicht. Den Orkanstoß, den werde ich nicht überleben. Ja, was war denn das eben? War das ein Trank? Ne, es war ein Hyperball. Ein Schwerball. Das war gerade sehr, sehr komisch. Grafikeffekte FTP, ne? Ah, ihr merkt, ich bin noch krank und mit der Zeit mache ich dann schon noch ein bisschen schlapp. Ja, ich sehe die zweite Aufnahme in Folge, weil ich habe schon, wie gesagt, Revolution Online aufgenommen. Und man merkt schon, also ich merke schon, dass ich noch nicht ganz wieder auf der Höhe bin. Ihr habt mir auch geschrieben, ich soll mir ruhig Zeit nehmen, gesund zu werden, das eilt ja nicht. Aber es muss schon sein, weil das hier, das sind die einzigen Videos, mit denen ich Geld verdiene, sagen wir es mal so. Meine anderen Videos, da verdiene ich wirklich nichts, weil zu wenig Leute zuschauen. Kriege ich nichts für. Und, ja. Das hier ist das Einzige, mit dem ich wirklich ein paar Cent kriege. Ja, tatsächlich, mehr kriege ich nicht. Und, also, so. Es ist nicht zweistellig, sagen wir es mal so. In der Centanzahl. Und, ja. Von daher muss das schon sein. So, jetzt müssen wir uns aber irgendwas überlegen, sonst haben wir hier keine Chance. Kann uns das Vieh töten? Es kann uns nicht sofort töten, aber es kann uns unsere Energie wieder wegnehmen. Und wenn ich austausche und damit angreife, das bringt es ja auch nicht wirklich. Nee, ich habe eine bessere Idee. Ihr könnt es euch denken, ich greife jetzt mit allem an, was ich habe. Vive la Resistance! Ich mach Witze, aber. Ja. Wir haben trotzdem noch eine Chance, tatsächlich. Was? Top Heiler? Buggy-Kun. Ist das wirklich so eine gute Idee? Vor allen Dingen, was soll denn das? Du holst dir die Karte und tauschst dann gerade all deine Karten wieder weg. Vielleicht wollte er sie gar nicht, vielleicht war es die einzige, die er hatte. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und jetzt geht er hier auf das Stalos. Mit seinem Eisenschweif. Starker Angriff, das muss man ihm wirklich lassen. Also hier 100 Schaden mal der Kopfanzahl, das ist nicht gerade wenig. So. Das hat mich jetzt natürlich den Zug gekostet und auch das Pokémon. Ja, das ist mir egal. Mit König der Zerstörung kriege ich hier das Mega-Sherox tot. Und mit etwas Glück macht sein Stalos Mist. Und wir gewinnen. Das ist so meine einzige Hoffnung, wie wir tatsächlich den Kampf jetzt noch rumreißen können. Und Flordelis, liegt einer am Ablagestapel? Nein, leider nicht. Der wäre nämlich jetzt super. Ja, zum einen genau wegen diesem Leichtstein. Zum anderen aber auch, weil ich dem Stalos gerne noch ein bisschen Schaden zufügen würde, damit der König der Zerstörung dann sofort anschlägt. Vom Off-Topic zum On-Topic, ne? So schnell kann's gehen. Ja, genau den hätte ich gerne. Ich hasse, dass das Steam jetzt bei mir blinkt, weil ich ja die Nachrichten bekommen habe, wegen der Uni.
88. Ach so, stimmt, der hat ja noch hier den wilden Degen. Der bleibt ihm ja auch noch. Stimmt, ich hätte eigentlich erst hier mit den Stapeltentakel angreifen sollen. Bin doch doof. Aber heute ist nicht aller Tage. Ich komme wieder, keine Frage. So, jetzt gibt's erstmal den König der Zerstörung. Ja, mach du auch schon ganz gut. Was wett. Der Witz ist, mit dem jetzigen können sie sich nicht mal zurückziehen. Aber wenn er noch Energie anlegt, kann er zumindest nochmal den wilden Degen für 130 Schaden machen. Würde ich zumindest machen. Oh, oder er versucht es gleich auf die Eisenschweiftour. Ist natürlich riskant. Weil er dreimal Kopf werfen müsste. Oder zumindest zweimal. So geht's auch. So würde es mich aber nicht wundern, wenn er gleich aufgibt. Weil das sieht jetzt schlecht für ihn aus. Das sind 777 Schaden. Warum eigentlich nur so wenig? Also 60 weitere Schadenspunkte für jede, ja. Moment, dann ist es aber ein bisschen. Ne, stimmt. Ja, 666 plus 110, ja. Der Denkprozess hat einen Moment gebraucht. So, jetzt hat er uns dummerweise die Möglichkeit zum Angriff genommen. Und noch so ein Schlag und unser Pokémon ist hinten. Ne? Verzwickte Situation, aber er hat glaube ich keine Doppelfarblos mehr. Dementsprechend kann ich das Ganze jetzt ein bisschen kurz vor knapp machen und die ganze Sache doch noch. Obwohl, er braucht ja nur eine normale Energie, um auszutauschen. Das war eigentlich doof, ja. Das war doof. Genau, einer die Sendung mit der Maus. Das war doof. Es wurde auch immer so eine Sprache angesagt. Diese Sprache nennt sich. Ich weiß, ich bin ein bisschen komisch drauf, aber es liegt auch dran. Aufnehmen fehlt mir auch so ein bisschen, ja. Viele machen ja eine Pause vom Aufnehmen, weil es ist ja schon ein bisschen anstrengend, das gebe ich auch zu. Aber das Problem ist halt, als Let's Player, man kommt in ungedachte Bahnen. Ja, tatsächlich. Weil jedes Spiel, das man dann spielen will, denkt man, sollte ich ja eigentlich schon aufnehmen, ne? Das war gerade unfair. Und auf der anderen Seite, wenn man dann halt mal wirklich einen Tag hat oder ein Spiel hat, bei dem man eben nicht aufnehmen kann, sich dieser Verpflichtung nicht beugen muss, dann sitzt man da und denkt, ja, irgendwie würde ich schon gern kommentieren oder ja, irgendwie, ich kann die Spiele nicht spielen, weil ich die ja mit euch spiele. Also als Let's Player ist man da wirklich in einer Zwickmühle, weil man Sachen tatsächlich mit Zuschauern spielen will. Das war's, wir haben tatsächlich jetzt so kurz noch verloren. Aber das war auch sein Glück, das muss man wirklich sagen, dass der Eisenschädel so oft getroffen hat, hätte ich nie gedacht. Also da war mehr Glück dabei. Gut Leute, ihr habt einen schönen Part gesehen. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Wünscht mir auch weiterhin gute Besserungen. Komm, nehmen wir das, da habe ich eh noch eine Aufgabe für. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal am Mittwoch. Da dürfte ich ja dann wahrscheinlich wieder komplett fit sein und muss mich nicht ständig muten verhusten. Bis dann, euer Wolf. Nochmal ein kleiner Anhang zu der Sache mit den Clowns. Ich habe mich da ein bisschen hinreißen lassen, weil ich auch ein bisschen genervt von den ganzen Meldungen bin und dass solche Idioten rumlaufen. Ich empfehle natürlich jedem bitte
sofort die Polizei zu rufen und am besten sich nicht mit den Clowns anzulegen. Ich habe das jetzt einfach nochmal gedacht. Ich mache das lieber als Anhang, bevor jetzt noch irgendjemand auf die dumme Idee kommt und macht das und wird verletzt. Macht das bitte nicht. Wie gesagt, ich habe mich da jetzt ein bisschen reingesteigert, weil mich das Ganze ein bisschen nervt. Und ja, deswegen nochmal für euch die Zusatzinformation. Bitte nicht das machen, was ich in den Videos gesagt habe und die Clowns schlagen, auch wenn es ein Notfall ist. Am besten eher zusehen, dass er wegkommt. Und immer Polizei rufen, ne? Die Typen, die kriegen ordentlich Strafe. Also, Leute, ihr wisst Bescheid. Gut, Daumen hoch lassen, jetzt kommt da und ich sage Tschüss und bis dann. Euer Wolf.